Liebe Nachtschwärmer da draußen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Trashy Pasta. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist mal wieder das Podcast-Format quasi am Start. Das heißt, Facecam ist aus. Ich weiß gar nicht, warum ich im letzten überhaupt die Bandana anhatte, aber naja. Zumindest Facecam ist aus. Das kann nur eines bedeuten, und zwar, dass wir wieder einen kleinen Special Guest am Start haben. Ich habe ja die Kommentare unter dem letzten Video schon gesehen und viele haben gesagt, sie wollen unbedingt wieder den lieben Alfonso dabei haben, und natürlich haben wir genau das gemacht. Wuhu! Genau. Hey. Die Kommentare waren ja sehr positiv dir gegenüber, ne? Wuhu! Yay! Hätte ich auch nicht gedacht. Und natürlich haben wir natürlich auch merkst du das gerade? Mein Vokabular passte schon den Trashy-Pasten an. Natürlich haben wir natürlich Komma, klein geschrieben. Und ausgeschrieben vor allem. Wir haben wieder ein kleines Special, und zwar haben wir vier Pasten rausgesucht. Alle vier quasi wieder in trauter Zweisamkeit. Wir haben einmal ein neuer Trainer. Da hat sich der Alfie gerade eben schon ordentlich ausgekackt davor. Das heißt, das kann nur scheiße sein. Dann haben wir, weil er liebt ja den Trash-Faktor. Und wenn selbst er schon sagt, das hat alles Schlechte, dann freue ich mich echt schon drauf. Als zweites haben wir dann Ich hab dich lieb. Wollte ich dir immer schon sagen. Dankeschön. Dann, nach der Aufnahme. Dann haben wir das, was nach der Aufnahme kommt, nämlich eins nachts. Und scheiße, wenn das schon in der Überschrift quasi schon ein Schreibfehler ist, dann ist es schon derbe. Und dann zu Beginn quasi zum Ende, als grande Finale, als süßes Finale, als Hauptgang, haben wir dann die wahre Geschichte Planktons. Ist sogar mit Bild. Wahrscheinlich copyrighted. Hm. Aber natürlich beginnen wir mit ein neuer Trainer, und da du dir die Creepypasta rausgesucht hast, die Pokepasta wohlgemerkt, übergebe ich mal. Die ist heavy. Fängt schon gut an und sehr gruselig mit: Hallo, ich bin Magnaien. Ich bin in dieser Selbsthilfegruppe, weil... Und ich suche auf diesem Wege eine traute Partnerin, die gerne mit der AWP auf die Aztec schießt. Name allein, das verspricht schon viel. Magnaien. Hat ein bisschen was von der Blume. Magnolien. Als ich heute durch das hohe Gras herumirrte, smoke weed every day, kam plötzlich ein junger Trainer ins Gras. Hit this bong with me, bro. Hey, komm mit mir ins hohe Gras. Ich zeig dir, wo es wilde Pikachus gibt. Mm. Sind an meinem Gürtel. Als er mich sah, zog er einen roten Ball aus seiner Tasche. Er hat einen knallrot... Na. Er holte aus und warf den Ball auf mich. Spannungsbogen. Kennst du diesen Harald Schmidt-Clip über Hitler, dass er nur ein Ei hatte? Das interessiert mich gerade. Das kommt gerade irgendwie gerade wieder in meinen Kopf, wenn ich höre, dass er einen Ball auf einen... Statt mich zu wehren, ließ ich mich einfach in den Ball saugen. Boo, you suck. Ich blieb im Ball drin und der Trainer lachte vor Freude. Juhu, noch ein Pokémon. Achso, das ist aus der... ist dann Magnaien wirklich ein Pokémon? Ich glaube, noch alle komischen Namen. Magnaien. Pokémon. Mal schauen. Ich glaube nämlich... Ja, Magnaien ist ein Pokémon. No. Sieht so ein bisschen aus wie ein Hund. Na, wahrscheinlich wollte der Magnolien schreiben, hat sich für... Sicherlich. Trainer steckte den Ball in seine Tasche. In seiner Tasche. Haben wir nicht einen Satz vergessen? Nee. Jedes andere Pokémon würde sich wehren, wenn man versucht, es einzufangen. Ja. Ich nicht. Ich bin was Besonderes. I'm special. Der Trainer steckte den Ball in seiner Tasche und rannte aus dem Wald direkt nach Hause. Endlich konnte ich vernünftig speisen. Mein Bauch war voll und legte mich kurz hin. Hä? Ja, es ergibt schon Sinn. Vielleicht mit dem letzten Satz jetzt.
Während ich auf den Boden lag, überlegte ich mir, wo ich die Knochen des Jungen wohl am besten vergraben könnte. Oh! Hä? Voll der Plot-Twist! Er hat den kleinen Trainer gefressen! Ja, das deswegen ist mir... hat er sich fangen lassen. Voll gruselig. Oh! Okay! Wow! Weil ein Pokémon kann sich ja aus eigener Kraft aus einem Ball befreien. Ich vergaß, stimmt ja. Das war alles, oder was? Ich bin überwältigt. Also du hast zumindest recht gehabt. Also zwei Sachen hatte diese Trashy Pasta nicht. Es war keine Wall of Text und die Satzzeichen waren richtig und die Grammatik war sogar, naja, okay, die Grammatik war teilweise richtig. Mal abgesehen von so Sachen wie ich, während ich auf den Boden lag. Und das Ganze hat komischerweise, ich weiß auch nicht warum, 19 Kommentare. Bester Kommentar, der mir gerade hier ins Gesicht springt, das hast du mir ja auch schon gesagt, von einem Wiki-Nutzer. Was bei dir, Junge? Einer der besten Kommentare im Creepypasta-Wiki auf jeden Fall. Hätte meiner Meinung nach ein bisschen länger sein können oder schöner umschrieben, um mehr Tiefe aufzubauen. Sonst schöne Idee. Von der Idee her muss ich sagen, es ist auch gar nicht mal schlecht, aber von der Umsetzung her war es halt extrem scheiße. Gut. Kurz, aber gut. Nette Idee, aber... auch wenn es kurz ist. Bei dieser tollen Creepypasta hätte man eben nichts ausbauen können. Oh doch. So perfekt. So wie sie jetzt ist. Glückwunsch zur gelungenen Pasta. Liebe Grüße, deine Luna. PS, meine Bankdaten sind... Selbst die Rechtschreibfehler. So perfekt. Wow. Ich bin überwältigt. Ist aber zumindest gut aufbauen. Du bist perfekt, so wie du bist. Es muss eine neue Kategorie namens sehr kurz geben, sonst war sie gut. Nein. Das ist falsch. Aber ist gut. Geil, Hammer. Nicht Hammer, geil, sondern geil, Hammer. Ist ja geil. Kurz, aber cool. Cool läuft bei ihm. Also ich finde die geil. Danke. Ich check's ihr wie nett, ey. Okay, also für alle diejenigen, die sagen, ich meine, wir sind, ich glaube, unser IQ ist einfach zu hoch, als dass wir sowas Simples verstehen können. Deswegen, also, das Magnalien hat den Trainer gefressen, deswegen hat er sich beim Fangen nicht gewehrt und meinte, dass es endlich mal wieder gut speisen könnte. Jetzt gecheckt. Oh mein Gott. Bullshit. Die kommt aber gut an. Das ist traurig. Das macht... gut, wenn man mal schaut, die Kommentare sind von 2014. Ich weiß jetzt in dem Fall nicht, wann... Oder steht das irgendwo? Nee, ne? Wann das deutsche Creepypasta wirklich gegründet wurde? Ich glaube nicht. Aber ich denke mal, 2014 war noch relativ zu Beginn vom deutschen Creepypasta-Wiki und da gab es vielleicht noch nicht so große Standarte. Weißt du? Das ist genau wie... gar keine Ansprüche. Das meine ich, genau. Gott, mein Vokabular leidet auch schon langsam. Das ist ja wenn ich jetzt zum Beispiel meine alten Let's Plays anschaue, dann denke ich mir auch, wie kann das so viele Views haben, die sind absoluter Scheiß, ja? Und... damals hat man gedacht, oh mein Gott, also, das ist genau wie bei Videogames, weißt du, damals Atari hat jeder gesagt, ey, oder Pong, das ist das Realistische, das es gibt, besser kann es nicht werden, heute haben wir GTA 4. Und oder GTA 5, oder? Gott, hey. Auf jeden Fall, ist es ja hier bei den Pasten ja ähnlich, weißt du, mittlerweile würde man sagen Trash, deswegen auch bei Löschanträge. Damals hat man in dem Fall noch andere Standarde gehabt, da war das Bier auch noch aus Holz. Und deswegen kann man sich sowas nicht schön saufen. So. Als nächstes haben wir dann, das hast du dir ebenfalls rausgesucht, glaube ich, ne? Drückte ihren zierlichen Körper an mich. Das fahle Mondlicht, welches durch die Blätter drang, feine Muster auf unsere Haut zeichnete. Das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich zu Beginn. Mm. Das Dunkelrot gab einen schönen Kontrast zu ihrer Alabasterhaut. Mein Gott, das ist auch schon ein Wort, was ich seit Jahren nicht mehr gehört habe. Also Haut. Alabastia.
Es ist eine Poke, zum Glück nicht. Bäume standen dicht an dicht. Fluss plätscherte träge vor sich hin. Ich koste ihre blasse Haut. Ist es das deutsche Creepypasta-Wiki oder das deutsche Porn-Wiki? Sie blieb stumm, natürlich. Ich werde nie wieder ihre liebliche Stimme vernehmen können. Du hast dich geirrt, das ist das deutsche Nekrophilen-Wiki. Ey, du spoilerst ja, oder was? Das Laub unter uns verströmte einen leicht modrigen Geruch und vermischte sich mit dem starken Eisengeschmack, welcher in der Luft lag. Okay. Heute schmeckt's mal wieder nach Eisen. Meine Lippen suchten die ihren. Schön ausgedrückt, also. Ah, oh, ey, das, ich fühle mich gerade, kennst du diese 0815-Romane, die man irgendwie für 2 Euro in der Krabbelkiste findet? Ja. Diese ganz schlechten Romane, so ein Geschmack habe ich gerade irgendwie in meinem Gehirn. Ich fuhr durch ihr seidiges braunes Haar. Ich hab dich geliebt. Murmelte ich. Ein immer wiedererkennenden Singsang vor mich hin. Achso, Moment. Ich hab dich geliebt. Mein Gott, der Junge ist auf jeden Fall in sich. Aber du hattest mich lieb, nicht wahr? Flüsterte ich unheilvoll. Achso, ja. Aber du hattest mich lieb, nicht wahr? Flüsterte ich unheilvoll. Genau. Ich strich sanft über ihre kalten Arme, um ihr ein bisschen Wärme zu schenken, ließ meine Hand über ihr Gesicht wandern und schloss lächelnd ihre Augen. Küsste sie ein letztes Mal sanft auf die Lippen, bevor ich ihre Leiche behutsam auf den Blätterteppich ablegte und das Messer im Fluss neben mir versenkte. Oh ja, hast tatsächlich recht, das ist das deutsche Nekrophilen-Wiki. Aber die scheint ja noch warm gewesen zu sein. Ja, nee, er hat ihr Wärme gegeben. Das heißt, er hat anscheinend dann irgendwie die Sexualität geändert. Schauen wir mal in die Kommentare. Ich muss sagen, so schlecht ist es gar nicht. Es ist halt nur zu kurz. Eine Scheiße umschrieben. Das auch, ja, da fehlt es ein bisschen an, ich glaube, da ist auch wieder halt so der Standard, mein Standardsatz halt, weißt du, lies ein Buch vorher, dann hätte man das auch ein bisschen besser ausschmücken naja, können. Ich glaube, der hat ein paar Passagen auf irgendeinem Liebesroman einfach so übernommen. Seine, wollte gerade sagen, seine Mutter, und das ist überhaupt nicht böse gemeint jetzt, aber ich glaube wirklich, dass seine Mutter wahrscheinlich wirklich diese angesprochenen 2-Euro-Romane irgendwo rumliegen hat. Und er hat sich gedacht, okay, wenn der Giant sagt, lese ein Buch, dann lese ich halt ein Buch. Falls ich der Grund dafür bin, was ich nicht glaube, dann lest ein gutes Buch. Dann klappt es auch mit der Wortwahl und mit den Nachbarn. Kommentar von BlackRose16. An sich ist das ganz nett geschrieben. Es sind für diesen kurzen Text auch nicht viele Fehler vorhanden. Sonderlich gruselig fand ich es jetzt nicht, da es vorhersehbar, dass es eine Leiche ist, die der Protagonist küsste. Was mir jedoch fehlt, sind Details, wenn er sie erstochen hat oder was auch immer er mit ihr angestellt hat, wo ist dann das Blut? Es kann nicht einfach nicht auftauchen. Es muss da sein und das fehlte mir ganz klar. Weiterhin wäre es gut gewesen zu erfahren, warum der Protagonist das Mädchen getötet hat. Jeder Mörder hat schließlich ein Motiv. Alles in allem jedoch ganz nett. Falls du Tipps oder einen Korrekturleser brauchst, kannst du mich ruhig anschreiben. Kontaktdaten hinterlasse ich dir dann privat. Muss auch sagen, also Ansätze sind auf jeden Fall vorhanden da. Schreibstil gefällt mir auch. Ich glaube, ich bezahle den mal, dass er mir ein Buch schreibt. Mit 10 Zeilen oder was? Ja. Aber schade, dass man... Also wahrscheinlich war es ein anonymer User, aber bei dem hätte es vielleicht sogar Sinn gemacht, den mal so ein bisschen zu stalken quasi, weil ich glaube, der... kann auch das ein oder andere Gute von sich geben. Also, zumindest nicht, also ist nicht ganz trashy Pasta, würde ich sagen. Leicht verfehlt, aber ist okay. Also kann vom Schreibstil, ne? Vom Inhalt her, ja. Sagen wir mal, ne 5-, aber vom Inhalt. Er hätte es halt noch ein bisschen ausgeschmückt und halt noch nicht direkt so offensichtlich gemacht, dass es halt ne, eine Leiche ist. Dann wäre da auf jeden Fall noch was Gutes bei rumgekommen, definitiv. So, dann... Oh mein Gott.
Dann kommen wir von einer vielversprechenden Creepypasta zu einer, bei der man sofort weiß, dass es absolut scheiße endet. Weil direkt schon der Titel der Creepypasta oder der Trashypasta einen Schreibfehler beinhaltet und denn nicht ausgebessert wurde, was mir sehr gut gefällt. Weiter so, Leute. Denn genauso will ich die auch vertonen. Mit allen Schreibfehlern. Gib mir die Wall of Text. Lass die Schreibfehler drinne. Lass die Grammatik einfach auf Wissen, wer der Babo ist, Niveau sein. Denn genauso will ich es vertonen. Und zwar. Ich sehe schon meine Lieblingsstelle. Und zwar haben wir. Darauf kommen wir noch. Oh mein Gott. Eines Nachts, als ich aufwachte, fühlte ich mich nicht alleine. Super Anfang schon. Ich habe eine andere, das ist meistens so, wenn man sich nicht alleine fühlt übrigens. Ich habe eine andere Präsenz gespürt, etwas, was um mich herum, aber nicht sichtbar war. Dankeschön, dass du das Wort Präsenz nochmal erklärt hast und danke, dass du genau das erklärst, was du im ersten Satz schon erwähnt hast. Für die Dummen also. Natürlich habe ich dem Ding keine Aufmerksamkeit gegeben. Ich habe es ja nur gespürt. Das ist sozusagen keine Angst gezeigt. Ja. Ah, das ist schon eine großartige Logik jetzt schon, ey. Aber, oh Mann, du bekommst den besten Satz im Ganzen, glaube ich. Aber den Gedanken zu haben, dass man nicht alleine im Zimmer ist, fiel es einem sehr schwer, dieses Ding zu ignorieren. Also mir stellt sich jetzt die Frage, hat der Typ die Augen geöffnet, weil, ne, dann müsste er ja wissen, was es sein soll. Es ist ja ein Ding, das weiß er schon mal. Und ich überlasse dir diesen Satz. Ah, danke schön, ey. Das ist der beste Satz, den ich jemals hier in Trashy Buster vertonen durfte. Okay, ich krieg einen Lachkasper, glaube ich. Daher machte ich ganz normal das Licht an. Und nahm einen Schluck Farbplatz. Glück V-Plus, Wasser mit Aroma. Damit ich ein bisschen wach werde und das Ding vergesse. Das Ding, was immer noch da ist. Das Wasser mit Aroma, das reißt schon rum. Es macht die Creepypasta 10-mal besser und 5-mal gruseliger. Ich hab Angst. Oh Gott, das war's gut, ey. Boah. Ich hab Bauchschmerzen. Wieso schreibt man das an der Creepypasta? Kein Scheiß, das ist das Beste, das ich jemals gelesen habe, glaube ich. Das wird schwer, das zu toppen, glaube ich, generell. Danke, dass du das nochmal aufführst, was V plus genau ist. Oh mein Gott. Ich glaube, das... Falls der Ersteller dieser Creepypasta das Video schaut... So hast du das geschrieben. Ich glaube, das könnte tatsächlich irgendwie ein Fall sein von, er hat YouTube-Kommentare gelesen, denen Leute ihre Creepypastas posten. Ich nehme V-Plus mit rein. Oder er hat gemerkt, okay, meine CP ist zu kurz, ich muss noch irgendwas mit reinfügen. Oh mein Gott, okay. Sorry für den Lachkasper. Aber das war zu gut. Als ich ins Badezimmer gegangen bin, konnte ich auf einmal einen Schatten erkennen, aber das war nicht mein Schatten, denn
als ich da aufwachte, war es Punkt 3 Uhr. Und als ich ins Badezimmer ging, war es so circa 3.20 Uhr. Es sind also 20 Minuten vergangen und das wie im Flug. Was? Ist er also erst aufgewacht, als er ins Badezimmer gegangen ist, so schlafen? Ja. Das verstehe ich auch gerade nicht, ehrlich gesagt. Das ist echt kompletter Brainfuck. Hey, du verstehst so nicht. Das ist ein guter Pastor. Er ist ins Badezimmer gegangen und dann ist er aufgewacht. Also ist er im Badezimmer aufgewacht, war ja, also vorher schon drinne. Und hat also dafür 20 Minuten gebraucht. Anscheinend. Jetzt die Frage, für was? Für das Aufwachen oder fürs ins Badezimmer gehen, obwohl er schon drin war? Ich glaube, er ist noch mal ein paar Mal raus und reingegangen, weil er nicht sicher war, ob er jetzt schon drin ist. Oder ob er noch mal sicher gehen, dass er wirklich einen Schluck V-Plus getrunken hat. Ich den Schatten gesehen habe, spürte ich, dass es auf einmal sehr kalt im Badezimmer geworden ist. Oh mein Gott. So kalt, dass ich sogar fast am Frieren gewesen bin. Am Frieren ist groß geschrieben. Ich glaube, das ist irgendeine Ortsangabe. Ich gebe bei Google Bilder ein. Bei Google Maps. Ja, an dem Frieren, logisch. Wo liegt denn das genau? Der Ort? Frieren, ich glaube, das ist... Frieren, wir konnten Frieren nicht finden. Also, ich glaube, es ist bei Fulda in der Nähe. Frieren an der Fulda, genau. Meine Eltern haben nichts mitbekommen. Natürlich, sie waren ja im Tiefschlaf. Woher willst du das wissen? Mein Gott. Wahrscheinlich noch so ein Babyphone oder wie das heißt. Mit der er die Eltern überwacht. Genau, ja. Das Adultophone. Adultophone. Naja, ich fühlte mich sehr unsicher bei das. So ist im ja Groben. Mein erstes Mal. Das ist ein erstes Mal, dass ich im Badezimmer aufwache, dann wieder reingehe und dann einen Schatten sehe und fast am Frieren bin. Und deswegen verließ ich das Badezimmer, ist eine gute Idee, und ging zurück ins... Der hat einen Fetisch für Klammern, ey. In den Klammern ist halt echt absoluter Schrunz einfach immer drin bisher. Ging zurück ins Kinderzimmer, in Klammern mein Zimmer. Also back off, bitch. Doch dieses Gefühl wollte nicht loslassen. Und daher konnte ich die Nacht mal wieder nicht schlafen. Passiert ja halt mal. Genau, ja. Als ich aber endlich also doch... Er wollte uns nur verarschen. Ich liebe das, wenn die Leute einen im nächsten Satz wieder komplett einen ins Gesicht geben und die Logik direkt wieder einfach nur aufhängen. Als ich aber endlich eingeschliefen bin, natürlich nach... Achso, nee, okay, das passt. Natürlich nach 2 Stunden wieder aufwachte, habe ich eine Kreatur an meiner Tür stehen sehen und sie hat ihre Hand hochgehalten. Mit dem Mittelfinger. Du wirst dann noch zu scheiße zu mir. Wahrscheinlich war es die Freundin. Du hast die vergessen. Wenn man sie Kreatur nennt, dann möchte ich nicht wissen, was das für eine Beziehung ist, die da führen. Aber nach 2 Stunden wieder aufwachte. Passiert ja. Passiert täglich. Natürlich. Wahrscheinlich. Es könnte auch sein, dass es irgendwie ein alter Greis ist und der irgendwie halt ein paar Mal aufstehen muss, um halt aufs Klo zu gehen oder so. Das wollte ich nie realisieren, denn es ist ein echter Albtraum für mich, der wahr geworden ist. Ich wollte es nie realisieren. Was? Alter. Ich glaube, ich interpretiere mal die Creepypasta so. Ja? Okay. Analyse. Er hat eine Präsenz geführt, gespürt. Er war nicht alleine. Mhm. Ich tippe auf eine Freundin, die da war. Ja. Er war unerfahren mit solchen Sachen, hat er gesagt. Wahrscheinlich hat er sein erstes Mal erlebt. Und es war sehr schwer, dieses Ding zu ignorieren.
Ja, wahrscheinlich hat er eine blöde Freundin gehabt. Ja. Oder ein One-Night-Stand. Ja, kann auch. Ja. Weil er hat ja keine Das. Erfahrung gehabt. Und ich glaube, beim ersten Mal hat der Creepypasta-Ersteller, der noch im Kinderzimmer in Klammern mein Zimmer schläft, kein One-Night-Stand. Wow. Ey, macht sogar Sinn, weil das, ich sag dir, wo die Creepypasta spielt. Sie spielt in Russland. V plus Wodka, Wasser mit Aroma, Wässerchen, Wodka, Illuminati confirmed. Boah, geil. Alles macht Läuft. Sinn. Siehst du? Passt. Wir haben es Er geknackt. hat einen Kater Easy. gehabt und deswegen echter Albtraum. GG. Gut, nächste Geschichte. Okay. Aber vorher schauen wir mal in die Kommentare rein. Mal gucken, ob wir recht gehabt haben oder ob der Ersteller sich nochmal gemeldet hat. Zuerst haben wir Dark Destiny 11. Einer meiner Favorites eigentlich. Ja, das genau das ging mir auch durch den Kopf übrigens. Ich habe aus gutem Grund aufgehört, diesen Text zu berichtigen, da die Idee und die Grammatik so extrem schlecht ist, hatte ich einfach keine Lust mehr weiterzumachen. Dark Destiny wird mir mit jeder Folge auf jeden Fall sympathischer, indem ich ihn in den Kommentaren sehe. Edelfisch schreibt, da muss ich zustimmen. Dein Schreibstil ist wirklich nicht gut. Lies viel, Ja. schreibe regelmäßiger, dann bessert sich das. Lies ein gutes Buch. Gibt auch schlechte Genau. Bücher. Die am besten nicht lesen. Kennst du dieses Buch von der Was? Supernanny übrigens? Will ich nicht lesen, will ich nicht kennen. Das wäre eventuell Was? eine gute Idee für Oliver Kalkofe, glaube ich. Was die Rechtschreibung angeht, kann ein Korrekturleser helfen, aber der Dark Destiny hat keinen Bock mehr. Da dürftest du aber gerne mich mal anschreiben. Ich kann meine Nummer geben und kannst mich mal callen. Call me, baby. Meine Anwälte reden mit deinen Anwälten und dann gehen wir essen. Handlung ist kaum vorhanden und sehr lasch. Die Idee ist nichtssagend. Es fehlt an Details und Ausschmückungen. Nicht aufgeben. Dude, Übung schadet nicht. Viel Edelfisch, Erfolg! da fehlt ein fucking Ende. Er hat Edel den und. Mittelfinger gezeigt und ist gegangen, die Kreatur. Ja, es war sein erstes Mal, er war unerfahren, hat sich vorher vorher nochmal ordentlich was mit Wodka Plus an die Birne gesoffen, hat dann die Freundin oder die Frau enttäuscht, deswegen hat sie ihm den Mittelfinger gezeigt. GG, Surrender. Edel und Destiny haben eigentlich schon alles gesagt, die Idee ist ausgelutscht. Das ist definitiv zweideutig mit der Interpretation, die wir hier haben. Das Ende ist komisch, die Geschichte ist weder creepy noch spannend. Die Rechtschreibung musst du unbedingt verbessern. Tipp: viel lesen, viel schreiben, eventuell einen Korrekturleser suchen, dann wird das schon. Da ist, glaube ich, allerdings Hopfen und Malz verloren, wenn ich mir die Creepypasta nochmal ins Gedächtnis rufe. Er hat sich Mühe gegeben. Jeden Fall. Wahrscheinlich hat er vorher auch gesoffen, ein bisschen V plus vorher getrunken. Das ist bei Wasser mit Aroma. Das wirst du nicht vergessen. Das ist ganz entscheidend für die Geschichte. Also das muss definitiv festgehalten werden. Wenn die Pasta irgendwann gelöscht wird, haben wir es zumindest hier schwarz auf weiß auf schwarz. Ein Stück V plus Wasser mit Aroma für all die es nicht wussten. So, ich würde sagen, das war eigentlich schon fast unser Hauptgang. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Dessert. Aber von der Länge her zumindest kommen wir zum Hauptgang. Und zwar die wahre Geschichte Planktons. Und tatsächlich, wie ich das schon befürchtet hatte eigentlich, ist SpongeBob mittlerweile eine Kategorie sogar im deutschen Creepypasta-Wiki. Ist total gruselig, hätte ich auch gemacht. Also ich kenne zumindest eine, die sehr gut sein soll. Das war Suicidal Squidward oder Homicidal Squidward? Der hat Worte hyperrealistische Augen verwendet. Die kann nicht gut sein. Die ist schlecht. Die wird nur gehypt. Ja, okay, dann können wir sie ja eventuell irgendwann mal hier sezieren. Dann darfst du dich ja gerne rechtfertigen. Aber ja, wir schauen mal, ob eventuell. Also du hast es schon gelesen, oder wie? Dann Ja. können wir mal schauen, ob die wahre Geschichte Planktons vielleicht sogar schlechter ist. Realistisch auf jeden Fall. Dann schauen wir mal. Die wahre Geschichte Planktons. Hit it. Lasse dir das Wort. Achso, okay. Wie ihr wisst, ist Plankton sehr scharf auf die Krabbenburger-Formel und Mr. Krabs Erzfeind.
Da fehlt ein Apostroph. Doch das ist nur das, was der Macher von SpongeBob Schwammkopf ausstrahlen ließ. Denn die Wahrheit ist brutal. Ich will mal ganz kurz sagen, eine Sache, bevor wir hier weitermachen. Der gute Ravens Warrior, schöne Grüße, hat gesagt, dass die alle hier ziemlich Rechtschreib- oder Grammatik-Nazis hier sind, ne? Was ich absolut hasse, auch im Real Life, ist, wenn die Leute wirklich so schreiben oder reden, doch das ist nur das, was der Macher. Es heißt ja eigentlich, doch das ist nur das, der Macher von SpongeBob. Aber das nur nebenbei, da hat sich komischerweise noch keiner drüber beschwert. Deswegen ein bisschen merkwürdig, wenn hier alle so grammatikaffin sind. Aber dann lass mal hören, was die Wahrheit ist. Plankton, der in früherer Zeit mit Mr. Krabs sehr gut befreundet war, hatte Probleme mit seiner damaligen Partnerin. Seitensprung 23 oder wie die Seite hieß, oder? 960, glaube ich. Ich weiß nur, dass Oliver Kalkofe dazu auf jeden Fall was gemacht hat. Ich glaube, Seitenbums 21 oder so hat das dann genannt. Dazu kam es dann auch noch, dass Mr. Krabs nun ein Unternehmen gegründet hat und nichts mehr mit Plankton zu tun haben wollte. Es wird mir zu creepy, ja? Ja, so langsam. Plankton war früher sehr nett und hilfsbereit. Aber nun hasst er jeden. Er konnte die Trennung nicht verkraften. Dazu kam auch noch... Er hatte Probleme mit seiner Partnerin hier stand und nichts von Trennung. Stimmt, ja. Und dann noch das plötzliche Abwandern von seinem Freund. Ach so, ich dachte, die Trennung war jetzt bezogen auf Krabs. Naja, wie sollte er das verarbeiten? Stimmt, ey. Also Sprung 23. Hätte er mal da nicht angerufen, mein Gott, ey. Telefonsex ist AIDS-sicher. Plankton wurde psychisch krank. Er ging zu seiner Ex-Freundin, schrie sie an, zückte ein Messer, stach 13 Mal auf sie ein, bis ihr ganzes Blut auf dem Boden verteilt war. Das ganze Blut. Ja, können wir abbrechen? Das ist ja echt scheiße. Ich hoffe, es wird noch besser. Ich glaube nicht. Plankton wusste nicht, wohin mit der Leiche. Passiert ja. Also baute er sich einen Abfalleimer. Chum Bucket. Zu Deutsch Abfalleimer. Na, er kann Englisch. Dort transportierte er die Leiche hin. Wow. War auch immer ein Gebäude hin, um eine Leiche zu verschwinden. Ich wollte gerade sagen, wer baut ein Gebäude für eine Leiche, ganz ehrlich? Mein Gott, ey. Er baute in seinem Gebäude Labors, Küchen und Werkstätten, um ihre Leiche zu verarbeiten. Zu verarbeiten? Man kann sie auch einmal verbrennen, aber er will die verteilen. weil er Plankton ist. Deswegen schmeckt das Essen so scheiße. Oh, wenn das noch dazu kommt, dann glaube ich, dass du die geschrieben hast. Er hat mich umgebracht. Von nun an wurde er noch gestörter. Er ging nachts auf die Straßen. Gibt es hier überhaupt Straßen? Dann gibst du nur eine einzige Straße. Deswegen macht es auch Sinn, dass er einen Bootsführerschein machen will, SpongeBob, ja. Suchte sich Opfer und schlitzte sie auf. Besser schlitzt sie auf als sich selbst, sage ich immer. Eben. Brachte die Leichen in den Abfalleimer und verarbeitete sie. Gott, das ist ja bekannt. Das ist wirklich so geschrieben, dass man noch nicht mal Schwachsinn drüber labern kann. Weißt du, das ist schlimm gerade. Weil Krabs mit seinem Bistro großen Erfolg hatte, wollte Plankton dasselbe. Er verarbeitete das Fleisch der Leichen zu seinen Abfallburgern. Gebt mal, wenn ihr guten Content wollt, gebt auf YouTube Brother Linchang Meat Cleaver ein. Das ist auf jeden Fall besser. wenn ihr mal genau Planktons Produkte betrachtet, was gar nicht geht übrigens, weil die kaum gezeigt werden, fällt euch auf, dass diese braun und klebrig sind. Das kommt, weil er die Gedärme auch verwendet. Also er verwendet auch die Gedärme. Wurde jetzt nur die... Ich glaub, nee, mir fällt nichts Dummes dazu ein. Genau das meine ich, ey. Du kannst nicht mal scheiße drüber labern, ey. Die
Augen und den Kopf verwenden, dann wäre es dann nicht so braun, ne? Oder? Ja, eben. Wenn er jetzt die Gedärme verwendet, dann wird es erst braun und klebrig. Ist ja ganz logisch. Ist da nicht sogar Kot teilweise drin? Das würde zumindest erklären, warum es dann eben braun und klebrig ist. In den Därmen also. Da kam wahrscheinlich auch die Creepypasta raus. Aus einer der Mülltonnen. Lieber aus einem Jumpbucket, aus einem Abfalleimer. Der Mülltonne stammt. Das sieht man sogar in einer Folge. Wow. In der SpongeBob und Patrick einem U-Boot Burger verkaufen. Ach, die kenne ich sogar. Es ist genauso, aber wie als würde man sich auf einem Pausenhof mit einem Freund unterhalten, wenn man noch 6 Jahre alt ist. Hey, hast du die Folge gesehen, in der SpongeBob und Patrick einen U-Boot Burger verkaufen? Ah, die war voll dufte. Okay. Wobei, die Folge kenne ich sogar noch. Aber die haben doch nichts zum Abfalleimer da verkauft, oder? Oder habe ich gerade die falsche Folge im Kopf? Ich weiß gar nicht, welche gemeint. Also, die haben auf jeden Fall dann vom halt Krabbenburger verkauft in diesem Ding. Stimmt, ich glaube, Plankton hat da irgendwie seine Burger eingeschleust oder so, aber ich bin mir unsicher. Außerdem fühlte sich Plankton ziemlich allein und da er niemandem unter dem Meer traute, baute er sich Karen, seine Computerfrau. Plankton programmierte sie so, dass sie niemals böse sein kann. Obwohl es oft in der Serie vorkommt. Ja. Yep. Also das ist jetzt schon gruselig. Also. Und bei allem hilft hat. Er schien mit seinen Burgern wenig Erfolg zu haben, also entschied er, die Krabbenburger-Formel zu stehlen und reich zu werden, damit er die Lebewesen unter dem Wasser kontrollieren kann und sie ihn alle vergöttern. Was hat das mit dem Oberen jetzt zu tun? Er hat wahrscheinlich gemerkt, oh Scheiße, das, was ich oben geschrieben habe, war ja totaler Schrott, war totaler Mist. Ich brauch was Neues. Oh, Krabbenburger-Formel, da war ja was mit Plankton. Das habe ich ja im Eingang erwähnt, stimmt. Noch heimlich forscht er weiter in seinem Abfall an. Bis heute. Und wenn er nicht gestorben ist? Aber an was forscht er? Es wird ja nirgendwo gesagt, an was er forscht. Es wurde gesagt, er baut Labors. Ja. Aber an was forscht er? Wie er die Leute verarbeiten kann? An den Labors forscht er. Er forscht nach Labors wahrscheinlich oder sowas. Also gut. Ich sehe hier eine Sache. Anfang, Mittelteil, Schluss. Leider hat ihm nur keiner, oder anscheinend hat er nur mit dem halben Ohr zugehört im Deutschunterricht. Und zwar müssen Anfang, Mittelteil und Schluss verbunden sein. Es geht nicht, dass Anfang, Mittelteil, Schluss komplett einfach unterschiedliche Storys sind. Weil am Anfang hat er SpongeBob erklärt, in der Mitte hat er versucht, den Creepy-Faktor reinzumachen, indem er sich selber was ausgedacht hat und dann nochmal so eine kleine, ne, wie du schon gesagt hast, eine kleine Schulhof-Konversation begonnen hat. Kennt ihr die Folge? Und am Ende hat er wieder was von der Main-Story sozusagen oder vom Main-Plot genommen von SpongeBob und hat ihn einfach erklärt. Und hat versucht, noch ein bisschen was Creepy-mäßiges mit reinzumachen, wobei nur gesagt wird, dass er forscht. Ah, Gott. Ich bin ein Wissenschaftler, ich forsche. 15 Kommentare hat diese Creepypasta aus irgendeinem Grund bekommen. Und den ersten Kommentar, den lese ich vor, ist ein D-Kommentar. Ganz oben, oder was? Naja, die Idee ist an und für sich nicht schlecht. Oder nee, an und für sich nicht die schlechteste, aber die Ausarbeitung scheint mir sehr mangelhaft. Steht ja unter jeder Creepypasta. Also Brass McAllathan würde ich auf jeden Fall nicht über den Weg trauen. Naja, ich finde die Story ziemlich ekelhaft und etwas übertrieben. Was? Doch, Rechtschreibfehler, der Bastard verbessert. Was? Hat der Typ jemals eine gute gelesen? Ekelhaft, da steht zum Beispiel, da stehen ekelhafte Wörter wie Abfalleimer und Gedärme drinnen. Und braun. Und stinkend. Ekelhaft und etwas übertrieben. Okay. Belegt bitte.
Ich glaube, der hat in dem Fall die Creepypasta noch nicht broniert, wenn ich ganz ehrlich bin. Da gibt es keinen Beleg für. Echt schlechte CP, meiner Meinung nach. Ich finde diese Theorie ziemlich bescheuert, Dankeschön, und nicht sehr einfallsreich. Es gibt Stories, die schon, übrigens falsch geschrieben, die schon für weniger in die Löschanträge gewandert sind. Definitiv. So ein Meinding wie Sheldon Plankton, Fragezeichen. Come at me, bro. Der Typ ist mir sympathisch. Ein Wickchen. Okay, der Typ ist 3 Jahre alt. Okay, jetzt werde ich sauer auf Mr. Krabs und habe Angst vor Plankton. Ja, das war 2014, da waren die Ansprüche noch nicht so hoch. Anscheinend. Das erklärt auch, warum die Burger so lila Pff. sind. Strike. Pff. Ja, das trifft den Nagel auf den Betonboden auf jeden Ah, Fall. ja. Ah, ja. Bloß, dass Karen ihn kritisiert. Ja. Sich einmal von ihm trennt und die Vorgeschichte komplett falsch ist. Dazu ist die Story total übertrieben. Was, kannst du dir erklären, was da jetzt genau übertrieben war an der CP? Nee, ich glaube, dass er irgendwie Leute tötet und mit 13 Mal auf sie einschießt, obwohl die 13 keine Rolle spielen. Ja, und das erforscht natürlich, ne? Das darfst du nicht vergessen. Das ist Ja. mit das übertrieben, das ist auf jeden Fall. Was zur Hölle? Tut mir leid, aber ich finde die CP nicht gut. Wirkt einfach nur. Es ist nicht übertrieben, mein Gott. Es Aber war gut, 2014, ich es wollte war gerade noch an sagen. der Zeiten. Irgendwie habe ich so das Gefühl, du nimmst das nicht ernst, wenn ich 2014 waren die Ansprüche noch nicht so hoch, wenn ich das. Mach weiter. Ich kann mich selber nicht mehr ausdrücken oder artikulieren. Mit deinen Geschichten. Trink mal ein bisschen V-Plus. Das ist Wasser mit Geschmack. Nette Geschichte. Für die Theorie ist es aber für mich eine Spur zu kurz. Ansonsten gute Creepypasta, meiner Meinung nach. Oh, Sehr gut. da haben wir ja den, der dafür verantwortlich ist. Danke, werde mich demnächst danach richten. Ich glaube, da werden andere über dich richten, mein Lieber. Ach, du Heilige, die ist hoffentlich. Oh. Ich habe noch nicht so viele Facepalms gehabt wegen Kommentaren. Die ist hoffentlich nur erfunden, aber gute Story. 2014, andere Ansprüche. Ach Gott, ey. Falls Fehler da sind, und das sind sie, ich weiß es, ich will nämlich nicht, ich habe mal Probe gelesen, aber bin zu faul, die zu korrigieren, kann mich jemand darauf hinweisen und sie selbst dann korrigieren, bitte. Ein Fehler ist, dass Karen ihn ab und zu kritisort und sich sogar einmal von Kritis ihm trennt. hört heißt. Oh, sorry, ich war nicht ganz auf dem Stande. Aber ich gehe mal kurz übrigens auf sein Profil von Shray D. Das sehe ich zum ersten Mal übrigens jetzt hier auch. Und haben wir Beiträge? Da haben wir Beiträge. Da müsste normalerweise eigentlich. Irgendwo seine. Da haben wir die wahre Geschichte Planktons. Aber ansonsten hat er anscheinend nichts geschrieben. Schade. Wesen in der Dunkelheit, aber es. Ich muss mir da ein bisschen mehr reinfuchsen, weil ich weiß jetzt nicht, weil er hat halt auch 14 Bearbeitungen hier gemacht. Deswegen kann ich halt schlecht sehen, welche er selber geschrieben hat und welche er halt nur verbessert hat, aber. Man merkt, er hat sich viel Mühe für die Geschichte gegeben. Also 14 Mal verbessert. Einmal zu viel. Oder er hat es in dem Fall einfach verschlechtert, weißt du, damit sie auf jeden Fall nicht besser sind als seins. Deswegen war vielleicht das Niveau von diesen Pastas damals noch nicht so hoch, weil das ja quasi der Golden Standard oder sowas war. Es ist traurig. Aber war wahrscheinlich. Und dann kamen Leute wie. 2014. Genau, und dann kamen Leute wie Dark Destiny und Raven dazu und dann wurde die Qualität nochmal ein bisschen angehoben. Diese Geschichte. Aber gut, ich muss sagen, generell, das sind halt, wie gesagt, die schlimmsten Trashy-Pasten, bei denen man halt wirklich keinen Shit-Talken machen kann, weil die sich einfach weigert, mehr oder weniger. Das sind halt die schlimmsten. Aber ich muss auch sagen, generell für mich war auf jeden Fall das. Plus-Erlebnis. Das ist definitiv das Platinum bisher. Also,
für die folgenden Trashy-Pasta-Folgen, die werden es definitiv sehr schwer haben, das zu unterbieten. Und es ist schade, dass der Macher in dem Fall anscheinend keinen Account sich gemacht hat oder sich nicht gemeldet hat unter der TP, weil wenn der noch irgendeiner geschrieben hätte, ich würde sie sofort vertonen, ey, weil ich habe so das Gefühl, da würde wieder sowas bei rauskommen. Aber wie gesagt, wenn man mal unseren Gedankengang oder deinem Gedankengang bin ich ja gefolgt, von wegen, ne, erstes Mal und dann halt Russland, V+, Wasser, Wässerchen ist in Russland natürlich Wodka, V+ ist Wodka. Wenn man das eben dann nochmal in Relation setzt, dass es wirklich sein erstes Mal war, dann macht das sogar teilweise Sinn. Also haben wir quasi die Trashy Pasta in dem Kontext verbessert. Mit diesem Video. Ich hab's jetzt nochmal kommentiert. Die 1 nachts. Bitte melde dich, lieber Creepypasta-Ersteller. Moment. Jetzt nur noch wissen, wie er heißt. Tatsächlich. Bitte melde dich. Ich will mal einladen mit denen auf dem Glas V+, Wasser mit Aroma und über dieses Ding reden. Die einzigen, die sich wirklich extrem mit diesem Thema befasst haben, der wird noch Augen machen. Aber ja, übrigens, falls eventuell der Macher, kann ja auch gut sein, gerade zuschaut. Zum einen, schreibt gerne noch ein paar weitere Creepypasten und zum anderen schickt die mir auf jeden Fall dann per YouTube her oder ähnliches, weil das möchte ich mir definitiv nicht entgehen lassen. Ansonsten hoffe ich, dass euch die heutige Ausgabe von Trashy Pasta, Folge 5, glaube ich, ne? Jojo, wahrscheinlich. Genau. Folge 5 overall, dass ihr euch gefallen hat. Wie gesagt, ich sag's nochmal, V+ zu unterbieten wird auf jeden Fall extrem schwer in Zukunft, aber ich bin da guter Dinge, vor allem wenn ich irgendwann mal hier in dringende Löschanträge reinkomme. Wobei ich halt, wie gesagt, nur so das Gefühl habe, dass die Admins halt da Rechte dazu haben, das zu verschieben. Und wenn es in dringende Löschanträge ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach automatisch gelöscht wird. No. Oder die Pasta kann nur von Admins gesehen werden, die es dann löschen können. Weil es kann ja auch sein, dass man aus Versehen dann eben auf dringende Löschanträge klickt und die dann einfach weg ist, obwohl man es gar nicht wollte oder so, weißt du? Deswegen, keine Ahnung, wie das da genau geregelt ist. Aber ja, vielleicht werden wir ja irgendwann fündig. Und ich glaube, dann ist dann auch alle Wall of Texts und Schreibfehler und Satzzeichen nicht vorhanden. Das wäre auf jeden Fall nochmal eine ganz gute Sache. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, danke nochmal an den lieben Alfonso fürs Dabeisein und fürs Unterstützen. Wuhu! Und ja, ich hoffe, ihr genießt noch natürlich den Abend. Nehmt vielleicht noch einen kleinen Schluck V+. Ihr wisst ja jetzt genau, was es ist. Und ja, dann hören wir uns bei der nächsten Ausgabe von Trashy Pasta. Wenn ihr den wollt, wieder, liebe Freunde.